fühle mich schon wesentlich gesammelter. Ich habe wenigstens meine Hose angelassen, ja? Zeig etwas Respekt für die Hose. Das ist auch das krasseste Teabaggen. Oberteil ausziehen und Tanz der Rotwart-Drohnen. Krasser geht's nicht. Wie ich schon auf der Audiospur sehe, kriege ich das Piepen wohl immer noch nicht im Hintergrund, was passiert, wenn ich mit diesem Headset aufnehme. Aber naja, im Hintergrund seht ihr Elder Scrolls Online. Und ich wollte mal gucken, wie ihr darauf reagiert. Vermutlich mit, wann kommt eigentlich wieder Clash of Clans? So wie immer, egal was ich hochlade, das ist ja eure Reaktion. Aber auch egal. Elder Scrolls ist eine Reihe, ihr kennt vielleicht Skyrim oder Oblivion. Das hier ist Elder Scrolls Online für die PS4. Das ist durchgehend online, durchgehend Multiplayer. Und was ihr im Hintergrund seht, ist PvP. Und bei PvP ist das so, da sind tausende von Spielern auf einem Server. Also, so, ich würde mal sagen, so 3000 Stück ungefähr. 1000 von jeder Partei. Und es sind einfach gigantische Schlachten auf diesen Heimatwelten. Also das ist jetzt eine Kampagne sozusagen, meine Heimatkampagne. Und als ich da den ersten gekillt habe, hatte ich 36 Punkte und war Platz 2000 auf diesem Server. Also das sind schon wirklich große Mengen an Leuten, die da auf diesem Server mit dem PvP rumrennen. Und somit entstehen gewaltige Schlachten, wo einfach mal über so einen Berg kam plötzlich 50 bis 80 oder mal mehr, vielleicht auch mal 100, einfach mit ihrem Pferd runterreiten. Das ist einfach, das sieht einfach mega episch aus. Ich wollte euch hier mal eben die Momente einfangen. Ich spiele natürlich so, wie ich auch Battlefield spiele, nicht sehr ernst nehmen, das Spiel und Spaß haben. Und ja, diese Aufnahmen waren mitten in der Nacht. Ich war verpennt, ich habe totalen Scheiß gelabert. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst mir ein, wann kommt eigentlich wieder Clash of Clans in den Kommentaren da. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr mehr hiervon wollt. Danke fürs Zuschauen und ciao. Boah, wie das laggt, Alter. Alles passiert hier gerade auf meinem Bildschirm. Ja, alles. Alles. Von heilen, über Leben, über Kampfschrei, über Laufspielen, über alles. Ich glaube, dieser Soundbug entstehen, wenn alle versuchen, sich gleichzeitig zu buffen mit dem.
was geht hier eigentlich gerade ab? Wir verfolgen gerade den Typen aus dem gegnerischen Team, aus dem gelben Team mit der Schriftrolle. Das sieht man oben in dieser Leiste, ist eine Schriftrolle. Und da reiten jetzt gerade einfach zwischen 100 und 150 Leute, reiten dem jetzt einfach hinterher, um den noch zu plätten, damit wir noch das beobachten. Man hat eine relativ hohe Einfindungsphase bei Skyrim. Kann sein, dass hier ein bisschen viel ist für euch. Ist die Schriftrolle dieser gelbe Strahl auf der Map? Ja. So viele sind das gar nicht. Ein oder 2000? Alle auf ihn einhaken, ey. Hier holt, er bleibt einer, Gamer ganz kurz stehen. Alle hauen noch wieder ein und rennen weiter. Ich komm gar nicht ran, Alter. Ich spiel mit meiner Streitaxt. Alter, ich raff gar nichts. Johnny hat den. Nein. Aber ich kann nicht teabaggen, wenn dir das hilft. Alter, wie ihm alle hinterher reiten. Voll der Flashmob. Oh ja, wenn du in die Mitte kommst und alle waffen sich. Boah, der Sound. Ja. Also noch ein bisschen hochtreiben, komm, alle raufhauen. Alle raufspammen. Läuft, warum läuft er denn? Du hast doch kein Pferd, du Lamm. Johnny Jackson. Oh, diese ganzen Pferde, ey. Könnten wir uns jetzt eigentlich auch alle kollektiv ducken und wir wären komplett unsichtbar, obwohl wir die Schriftrolle tragen? Ja!
Wie du alle hörst, wie sie ihre Pferde zu sich pfeifen. Ich glaube, ich setze mich mal morgen wirklich hin und schneide irgendwie mal aus dem 45 Minuten Gameplay 8 Minuten zusammen. Ist den Kaiser fast noch her. Alter, Battlefield Moment. Oh, geil. Oh, geil, Alter. Level so, ja. Wie die tot gespammt werden. Gott, kannst du überhaupt nicht sehen. Nächstes Horn. Wie gesagt, achtet darauf, dass ihr euch immer auf eingeschaltet habt, dass man euch hören kann. Das ist eine richtig scheiße, wenn ich die Funktion. Lohnt gar nicht für schwere Schüsse. Weißt du, ich würfel so einen schweren Schlag aus, Gegner volles Leben. Und bevor meine Axt einschlägt, ist er schon tot, weil er auf ihn einkloppt. Von allen. Alter, ich habe wohl die krassesten Jogginghosen ever gefunden.